Ja, der rote Punkt der Series 3. Was hat der mich 2017 geärgert? Ich war gar nicht zufrieden damit. Ich fand ihn schreierisch, ich fand ihn plöfferisch. Nein, ich mochte ihn gar nicht. Heute muss ich sagen, ich bin da deutlich milder gestimmt. Ich finde ihn, ja, inzwischen finde ich ihn lustig und ich erkenne die Uhr daran wieder. Warum reden wir über die Series 3? Ich habe letzte Woche ein Video gemacht zu einem verpfuschten Zifferblatt, hier oben verlinkt. Und dabei ist mir die Idee gekommen, ich könnte die Series 3 ja ein Weilchen tragen. Mal schauen, wie sie sich hält. Schließlich verkauft sie Apple ja immer noch. Ist inzwischen die Budget-Option. Ich habe hier noch die Stahl, die habe ich mir ja 2017 gekauft. Was ist mir dieses Wochenende mit der Series 3 alles aufgefallen? Ja, wie gesagt, der rote Punkt stört mich gar nicht mehr so, wie er mich 2017 gestört hat. Liegt auch daran, dass die Stahlvariante einen schöneren roten Punkt hatte als die Alu-Variante. Ich hatte immer den Verdacht, bei der Alu-Variante war der Punkt aus Plastik und bei der Stahlvariante ist er aus Keramik. Sieht wirklich schöner aus, ein satteres Rot. Aber Diskussionen um den Punkt haben sich ja sowieso erledigt, weil mit der Series 4 kam der neue EKG-Sensor da in die Krone rein und da konnten sie nicht mehr die ganze Krone aus Keramik, Plastik machen, sondern mussten in der Mitte wieder Metall haben und ja, darum haben wir jetzt nur noch diesen feinen roten Ring da. Ja, der rote Punkt, aber ich muss die ja nicht die ganze Zeit in der Hand halten, können wir sie wieder aufladen? So, ja, apropos aufladen, der Akku hat sehr gut gehalten. 24 Stunden hat er gut durchgehalten. Ich hatte sogar persönlich das Gefühl, der Akku hat länger durchgehalten als bei meiner Series 6. Kann natürlich ein bisschen eine Illusion sein, weil jeder Tag ist anders, man macht andere Sachen, aber ich vermute, weil der Bildschirm nicht die ganze Zeit an ist, hat der Akku sehr, sehr gut gehalten, obwohl die Uhr ja inzwischen ja 3, 4 Jahre alt ist und Akkugesundheit da auf, glaub, 91% oder so. Also ich habe sie sehr viel genutzt, die Uhr. Apropos Bildschirm. Das ist der springende Punkt. Der größte Unterschied zu den Nachfolgeruhren. Der Bildschirm ist A kleiner. Ja, der Bildschirm ist noch rechteckig mit 90 Grad Ecken und insgesamt kleiner als bei den Series 4, 5, 6 SE Modellen. Hat mich das gestört? Nein, kein bisschen. Ich habe es nicht mal gemerkt, ehrlich gesagt. Also klar, ich weiß es, aber aufgefallen oder negativ aufgefallen ist mir die Größe des Bildschirms nicht einmal. Was mir natürlich unglaublich negativ aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass der Bildschirm die meiste Zeit schwarz ist. Ich habe wirklich vergessen, wie aufwendig das damals war. Man musste die ganze Zeit mit der Nasenspitze oder irgendwie mit dem Finger noch drauf tippen und ich habe es schon sehr, sehr oft gesagt und ich sage es einmal mehr. Der Immer-an-Bildschirm ist für mich die größte Innovation, der größte Sprung in der Geschichte der Apple Watch kam mit der Series 5. Und mein Wochenende mit der Series 3 hat das wieder bestätigt. Wer eine Apple Watch als Uhr haben möchte, sollte sich wirklich eine 5er oder 6er kaufen. Es ist so viel besser. Man sieht die Uhrzeit die ganze Zeit. Ich kann jetzt schnell runterschielen und sehe gleich, wie spät es ist. Mit der Series 3 hätte ich jetzt so drehen müssen und jeder im Raum hätte gesehen, dass ich auf die Uhr gucke. Oder wenn ich einen Regenschirm halte, dann kann ich einfach schnell so gucken und sehe, wie spät es ist. Oder wenn ich ein Glas Bier in der Hand habe, willst du auch nicht so machen. Also ja, der Immer-an-Bildschirm ist wirklich, den habe ich sehr, sehr vermisst. Die ganze Zeit habe ich drauf, wo ist jetzt die Uhr? Und da muss ich wieder tippen und reden mit der Nase. Also das habe ich unglaublich vermisst. Lustiges Detail, was ich auch wieder bemerkt habe, etwas, was mich immer geärgert hat an den ersten drei Generationen der Apple Watch, dass in der Nacht, wenn man die Uhr aktiviert, also wenn man auf den Bildschirm tippt, hat sie immer ganz kurz grau geblinkt. Ich habe versucht, das zu filmen. Von Auge sieht man es sehr, sehr gut. Mit der Kamera, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe es mit verschiedenen Bildwiederholfrequenzen, alles Mögliche habe ich durchprobiert, aber ja, ihr seht selbst, man sieht nichts, die Uhr geht einfach an. Von Auge hat man immer noch einen kurzen grauen Blitz gesehen. Das ist mit der Series 4 auch verschwunden, mit der neuen Bildschirmtechnologie. Bei der Series 3 hat es mich unangenehm wieder genervt, dass da der graue Blitz die ganze Zeit kommt, wenn man sie in der Nacht anschaltet. Aber das sind alles Kleinigkeiten.
Was ist mir sonst noch aufgefallen? Ja, lustig war natürlich, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, als ich die Uhr im Video zum verpfuschen Astro-Zifferblatt bedient und vorgeführt habe, war sie gar nicht mehr mit dem iPhone gekoppelt. Die war noch mit dem iPhone 11 gekoppelt, was ich längst zurückgesetzt habe. Aber sie lief weiter, weil sie halt unser Heim-WLAN nutzt. Das hat mich noch beeindruckt, dass das funktioniert hat. Aber spannend sind natürlich Fragen, wie schnell ist die Uhr denn heute noch? Apple verkauft sie, wie gesagt, immer noch. Sie kriegt immer noch das neueste watchOS, das ist aktuell 7.3. Ja, sie ist nicht so schnell wie die Series 5 oder die Series 6, die ich vom Tempo her kaum auseinanderhalten kann. Die Series 3 ist merklich langsamer. Ich habe schon lange keine Ladeanimationen mehr gesehen, wenn eine App startet. Habe ich ja doch regelmäßig gesehen. Zum Beispiel auch, wenn man in die Einstellungen geht, muss die Uhr erst mal laden. Das merkt man schon. Hat es mich gestört? Nein, kein bisschen. Gut, ich trage die Uhr auch schon, ja, seit halt der ersten Apple Watch und ich bin mich's gewohnt, ein bisschen auf die Apps zu warten. Ich staune eigentlich mehr bei den schnelleren Uhren, dass man nicht mehr warten muss. Aber dramatisch war es nicht. Speicherplatz, sagen mir immer viele Leute, reiche nicht. Gerade wenn man Updates machen möchte. Nun, ich musste die Uhr ja zurücksetzen, um sie mit dem neuen iPhone zu koppeln und da hat sie gleich die großen Updates gemacht. Da hatte ich also auch keine Negativerfahrung, damit hat einfach funktioniert. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Wie gesagt, der Akku hält sehr gut. Lustiges Detail, was mir wieder bewusst geworden ist, wenn man an der Krone dreht, der Series 3, hat man kein haptisches Feedback. Also das heißt, die Taptic Engine gaukelt einem nicht vor, dass das Rädchen gerastert ist. Ich habe die ganze Zeit an der Krone gedreht und gedacht, irgendetwas ist stimmt nicht, irgendetwas ist kaputt. Dann habe ich wieder mal eine Series 6 getragen und dann habe ich es gemerkt. Da simuliert die Taptic Engine, dass das Rädchen gerastert ist. Das ist so gut gemacht. Ich habe das total vergessen, dass das nicht von Anfang an da war. Ich habe dann ständig im Leeren gedreht und mich gewundert, beispielsweise auch im Video eben zum Astro-Zifferblatt, wo ich da die verschiedenen Komplikationen durchdrehe und eine lange Liste ist, habe ich immer gedacht, hey, das stockt irgendwie, weil ich eben kein haptisches Feedback hatte. Also das habe ich auch vermisst. Oh, und lustig war noch, als ich die Uhr im Video gezeigt habe damals, hatte sie noch 3D-Touch, weil sie nicht das neueste watchOS drauf hatte. Ja, das war das, was man so fest drücken musste. Mit dem Update auf 7.3 ist 3D-Touch nun verschwunden und man kann einfach den Finger lange drauf lassen. Finde ich persönlich viel, viel besser. Ich habe das bei der Uhr nie gemocht, dass man so fest drücken musste. Ich fand das immer so anti-digital und nicht elegant. Und nein, ich habe das wirklich nicht gerne gemacht, dieses 3D-Touch. Ich habe es auch nicht gerne den Leuten erklärt. Ja, jetzt musst du fest drücken, jetzt musst du leicht drücken. Einfach den Finger ein bisschen länger drauf lassen und gut ist. Und wenn man dabei fest drücken möchte, ja, kann man das auch. Wenn man heute fest drauf drückt, bleibt man eh ein bisschen länger auf der Uhr und hat denselben Effekt. Ich vermisse 3D-Touch überhaupt nicht. Auch lustiges Detail, der Knopf an der Seite bei der Series 3 ragt noch aus dem Gehäuse raus. Bei den neueren Modellen ist er bündig mit dem Gehäuse. Ist mir auch hin und wieder aufgefallen, man findet ihn so ein bisschen leichter. Aber mir gefallen beide Varianten. Dann, was habe ich noch notiert? Ja, Zifferblätter hat die Series 3 natürlich viel, viel weniger, weil sie noch den alten rechteckigen Bildschirm hat. Passen all die wunderschönen neuen Zifferblätter nicht, die ich hier mal vorgestellt habe, ja. Die habe ich natürlich sehr vermisst, diese Zifferblätter. Aber ich habe gestaunt, das Black Unity Zifferblatt, das allerneueste, ist auch auf die Series 3 gekommen. Immerhin. Löblich, löblich. Dann habe ich mir Sorgen gemacht, das Schlaftracking, was ich ja nicht so nützlich finde. Ich habe das jahrelang gemacht. Inzwischen habe ich jede Lust daran verloren, weil es meinen Alltag nie bereichert hat. Ich habe mir trotzdem ein bisschen Sorgen gemacht, dass das mit der Series 3 dann hops geht. Aber nein, das funktioniert weiterhin. Kein Problem. Genau dieselben Schlafdaten wie mit der allerneuesten Series 6. Klar, sie misst keinen Blutsauerstoff, aber den schaue ich mir eh nie an. Und EKGs mache ich ja auch nicht. So gesehen habe ich diese Hightech-Supersensoren auch nicht vermisst. Was mich aber sehr gefreut hat, ist, was eigentlich logisch ist, ich hätte es mir denken können, aber ich habe irgendwie gar nicht dran gedacht. Die Series 3 hat mit dem Update auf 7.3 mein Lieblingsfeature bekommen, den Nachtmodus, genau, wo sie sich abends zu einem von mir festgelegten Zeitpunkt in, naja, eine Art Schlaf- oder Pausenmodus versetzt, wo sie mich nicht mehr stört, wo der Bildschirm nicht mehr ständig angeht. Der Modus ist so großartig und der ist auch auf der Series 3 drauf. Meine liebste Innovation von der Apple Watch letztes Jahr. So praktisch. Früher musste ich immer, wenn ich schlafen ging, die Uhr in den Theatermodus versetzen, nicht stören. Und
Ja, sogar Wecker musste ich manuell stellen. Jetzt kann ich alles automatisch. Das ist wirklich so praktisch. Ich bin ein großer Fan von diesem Nachtmodus. Vielleicht muss ich mal ein Video dazu machen. Ich habe den Verdacht, viele Leute schätzen den zu wenig. Und was ist mir noch aufgefallen? Ja, das Händewaschen hat die Uhr nicht mitgemacht. Aber vielleicht hätte man es auch aktivieren können. Ich bin sowieso nicht mehr so ein großer Fan von dieser Händewaschfunktion. Mal funktioniert sie nicht. Gerade in kleinen, ich weiß nicht, wie nennt man das schon wieder in Deutschland? Das, wo man die Hände drin wascht, das weiße Keramikding da unten. Wir nennen es Brünneli. Ihr nennt es vermutlich keine Ahnung, wie ihr das nennt. Auf jeden Fall, wenn das zu klein ist und man die Hände zu wenig theatralisch reiben kann, funktioniert Händewaschtracking sowieso nicht. Ja, das waren meine Beobachtungen zum Wochenende mit der Series 3. Würde ich heute noch empfehlen, eine Series 3 zu kaufen? Nun, wenn man unbedingt einen Apple Watch möchte und unbedingt sparen möchte, ja, man kann immer noch sehr gut eine Series 3 kaufen, wie mein Wochenende gezeigt hat. Die Uhr ist immer noch toll. Das Problem ist, die SE, die auch im Markt ist, ist deutlich zukunftssicherer. Die wird viel, viel länger noch Updates kriegen. Und dann sind natürlich die Uhren mit dem Immeran-Bildschirm, die 5er und die 6er. Die sind so viel angenehmer. Das sind halt wirklich Uhren. Also da kann man die Zeit immer lesen. Wer hin und wieder die Zeit am Handgelenk lesen möchte und nicht nur Fitnessdaten speichern, unbedingt eine 5er oder 6er kaufen. Es lohnt sich wirklich. Ich schätze das so ungemein. So, aber ja, eine gefreute Sache dieses Wochenende mit der Series 3. Habe ich sie auch wieder mal genutzt. Ich hänge ja sehr an der Uhr, ich sammle die ja. Also hatte sie mal wieder ein bisschen Sonnenlicht. War ja super Wetter hier. Frühling, ja, ich hatte sogar einen kleinen Sonnenbrand. So, aber jetzt genug für heute. Ich muss zurück in die Arbeitswoche. Falls dieses Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Falls nicht, Daumen nach unten. Falls ihr Fragen habt, immer rein in die Kommentare damit. Ich beantworte die sehr gerne. Oder wenn ihr auch noch eine Series 3 habt und keinen Grund seht, eine neue zu kaufen, sagt mir das auch. Ich finde das immer sehr, sehr spannend. Oder wenn sogar noch Leute mit einer älteren, mit einer 2er, einer 1er, einer 0er unterwegs sind, immer gerne melden. Ich finde das so spannend. Und lerne da immer ganz, ganz viel über Nutzung und was die Leute wirklich schätzen an der Uhr. Und zum Schluss noch der Hinweis auf die Abos. Immer gerne abonnieren. Ich habe den Verdacht, im März kommt hier ganz, ganz viel neuer Plunder auf uns zu. Also dann, bis zum nächsten Mal.